Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich male heute nochmal wieder ein Topmodel und zwar Violetta will ich heute mal malen. Das hatten sich auch einige gewünscht. Und das Besondere ist, ich male heute mal mit Filzstiften. Ich habe nämlich neue Filzstifte und die möchte ich heute einfach mal hier ausprobieren. Bin ich fertig. Das soll Violetta sein. Dadurch, dass diese Topmodels hier vorgemalt sind und auch immer die Augen und so vorgemalt sind, sieht das natürlich immer nicht ganz genauso aus im Gesicht, wie die Leute, die ich nachmalen möchte. Man erkennt zwar wahrscheinlich die Haare, dass ich die versucht habe so zu machen wie bei Violetta, aber ihr Gesicht ist einfach hier sehr rund und in echt hat die ja ein ganz schmales Gesicht. Trotzdem, ich habe ihr dann versucht, so ein Oberteil zu malen, das so reingesteckt ist und darüber so einen Rock mit so einer großen Schleife da dran. Das hat so ein kleines, feines Muster mit so ein paar kleinen Pünktchen drauf und das hier oben ist rot mit so ein bisschen Rüschen hier oben. Und dann wollte ich ihr dazu passend Turnschuhe malen. Auch das war nicht so einfach, weil diese Topmodels ja hier schon so vorgemalt so Füße haben, die auf Zehenspitzen stehen. Damit man den dann eben so hochhackige Schuhe malen kann und ich wollte ihr eben flache Turnschuhe malen, deswegen sieht das auch etwas komisch aus. Wenn euch das trotzdem gefällt, dann freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass man es erkennt, dass es Violetta sein soll oder eher nicht. Ich verstehe auch, wenn ihr es nicht so gut erkennen könnt, weil die eben ein sehr, sehr rundes Gesicht hier hat. Die haben ja einfach immer vorgemalt schon so ein ganz rundes Gesicht, diese Topmodels. Und Violetta hat eben ein ganz schmales Gesicht. Und sie ist ja auch wirklich eigentlich noch ein bisschen kleiner und noch zarter als dieses Topmodel hier. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Gebt mir einen Daumen nach oben
Und sonst schreibt mir mal nochmal in die Kommentare, ob ich noch irgendwen malen soll, ob ihr noch eine Idee habt, wen ich mal nachmalen soll. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!